Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play auf Ark Valguero. Mensch, da kam eine Treppe in den Weg. Ja, wir wollen jetzt als nächstes mal so die ersten Kühlschränke setzen. Und ich überlege jetzt, diese Wände hatte ich ja als Orientierung eigentlich genommen, aber ich überlege gerade, ob ich die vielleicht generell stehen lasse. Dahinter ist nichts. Also wenn ich das jetzt höher ziehen würde, könnte ich machen. Es würde, glaube ich, nicht negativ auffallen. Also man würde es von außen nicht sehen. Das meine ich jetzt. Und zwar habe ich Folgendes nämlich dann so gerade mir überlegt. Also ihr seid jetzt ganz spontan in meinem Hirn mit dabei. Bam, 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 bam. Wo seid ihr denn? Habe ich euch noch gar nicht herge... Doch, da. Direkt über meiner Maustaste, ohne dass ich das gesehen habe. Dann brauche ich Holzwinkel. 2 und 2. Achso, die Wände habe ich vergessen. Ich brauche noch 2 Wände. Das Dreieck als solches ist ja sowieso tot, sagen wir jetzt mal so. Also kein direkter Platz, den wir da brauchen. Wir könnten als nächstes die Holzdreiecke da drauf setzen. Jetzt habe ich gerade gedacht, es wird nicht gehen. Das wäre irgendwie zu dicht an dem Kocher. Aber zum Glück war das nicht so. Und hoffentlich funktioniert das jetzt, dass wir das Steindreieck da... Hallo? Okay. Dass das da drüber kommt. Aber das schnappt irgendwo anders an. Nein, das geht nicht. Nope. Doch, da war's. Da war's. Da war's. Doch. Guck mal. Ich merke schon, das wird jetzt wieder so eine Frickel-Frickel-Arbeit, wo ich jetzt 50 Mal den Snap-Punkt finden muss. Ich will nicht den hohen Snap-Punkt, ich will den niedrigeren haben. Das war der niedrige. Guck mal. So will ich das haben. So sieht das hübsch aus. So, und jetzt muss ich das nur hier auch nochmal schaffen. Erstmal gucken, dass ich hier das überhaupt an den Snap-Punkt kriege. Nein. Nein. Oh. Oh, guck. Das ging aber schnell. Das ging jetzt aber... Jetzt bin ich enttäuscht. Können wir das nochmal rückgängig machen, bitte? Also, da ist der schön drin. Der wird nachher natürlich noch schön angemalt wieder. Und jetzt kommt ein Kühlschrank auf die linke. Und 1, 2, 3, 4, 5, ja, 4 oder 5 Kühlschränke auf die rechte Seite. Ich hoffe, dass ich die auch schon, ja, schon vorbereitet habe. Könnte, glaube ich, hier sogar 2 hinstellen. Ja, guck mal. Da könnte ich 2 hinstellen. Hm, was hätte ich denn da drin? Einmal die Eier, das ist klar. Und danach, was wäre dann noch mehr? Die Sonderzutaten, die man noch zur Kibbelherstellung braucht. Genau, das mache ich dann so. Eben kurz gucken. Hatte ich für diese Wand schon eine Leiter? Jo. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich habe hier immer so einen etwas größeren Leiterkranz.
der dann irgendwo in meiner Base steht und von da aus latsche ich dann einfach weiter. Jetzt ist halt nur die Überlegung, möchte ich darüber noch eine Verkleidung machen? Oder soll der Kühlschrank nachher einfach so stehen? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter rein. Oh, guck mal. Ich hätte gedacht, der Pillar hinten würde mich vielleicht stören. Nee, macht er aber nicht. Das ist gut. Ach so, ich kriege gar keinen richtigen Verbund hin von oben. Weil ich ja keine richtige Ecke hier habe. Egal, ich werde das trotzdem so planen, als ob. Wenn dann nachher was drüber kommt, dann brauche ich den Kühlschrank nicht erst abreißen. So, das müsste reichen. Guck mal, da nimmt sich automatisch schon Strom. Da müssen wir aber auf jeden Fall nochmal gegenhalten. Denn diese Leitung, die wollen wir ja auf gar keinen Fall sehen. Das geht ja mal überhaupt nicht klar. Wollen wir trotzdem mal eben kurz eine Steinschräge, weil ich das mal testen will. Ich werde mir die noch einmal nehmen und eine Steinschräge da. Na, vielleicht auch die Treppe mit Umwandelfunktion, aber na, ich weiß es nicht. Muss mal hinkommen. Das sieht hier mal gar nicht aus, ne? Also da könnte man eventuell noch sagen, ja, okay. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal so ein bisschen auf mich wirken, oder? Nee, hat genug gewirkt. Mist. Na gut, jetzt lasse ich es erstmal, wo ich es nicht mehr aufheben kann. Und jetzt schaue ich mal, wie gesagt, wenn ich das Gleiche hier auf der Seite dann auch mache, ob das im Ganzen, ob das dann im Verbund wirkt. Oder ich müsste erst hier die Wand hinstellen, ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, die bei mir jetzt einfach so zwischendurch kommen. Wo ist es denn? Da. Der rechte. Ach, ich nehme wieder beide. Ich weiß es nicht, ob es der rechte oder der linke ist. Und eine weiterführende Idee ist mir auch gerade gekommen. Und zwar eventuell könnte ich noch was verkleiden. Weil ich habe ja dann vorne eine klitzekleine Kante an der Tür. Hier dieses eine Eckchen. Und ob ich das mit einem Pillar verkleidet kriege, dass das nicht ganz so extrem auffällt. Oder zumindest dann richtig als Deko auffällt. Das wäre jetzt diese andere Sache. Also, okay. Jetzt muss ich das auf jeden Fall entfernen. Geh mal weg. Ich brauche mal die Putze. Achso, ich bin ja selber die Serverputze. Ja, das, ja. Oh, das wäre jetzt ganz links. Das wäre der ideale Schnittpunkt. Sehr gut. Nur mal jetzt rein zum Testen. Ich glaube, da würde Metall vielleicht sogar besser aussehen, ne? Hier Metall und dann ein kleiner Zwischenraum, Metallleiste.
Wobei ich immer noch nicht weiß, ob das generell überhaupt aussieht. Und alles so Sachen, die muss ich jetzt auf mich wirken lassen. So, und ich das gleich jetzt auf dieser Seite auch mache. Ich glaube, das hat was, ne? Ich glaube, das hat was. Müsste ich jetzt aber erst mit der Verkleidung weitermachen. Wand habe ich. Ich habe alles da. Ich hätte das nur unten in die Leiste ziehen müssen. So, hier brüllt schon wieder ein Tier. Der steht wahrscheinlich unten vor der Tür und möchte spielen. Habe ich aber keine Lust auf Spielen. Ach, halt, 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 Sammy. Ist zwar schön und gut, dass du das hier planst, aber du musst erst die Pillar ziehen. So, und da müssen wir nämlich jetzt bis nach oben. Ach komm. Das ist nicht wahr, ne? Boah, das war jetzt aber schwierig. Das war schwierig. So, und welcher war das jetzt, der rechte? Muss ich noch einmal den Material. Ich habe so viel Material in der Tasche, aber nichts, das ich bauen könnte. Hau dich doch echt gleich weg, Mensch. Das geht mir gerade auf den Keks. Die ganze Zeit ist da. Ich würde mal vermuten, dass es ein Yuti ist. Der da am Rumschreien ist. Ich bin zwar kein aggressiver Mensch, aber den klatsche ich weg. Ja. Ich denke, das ist für die Ecke eine gute Möglichkeit, das so zu machen. Ich habe zwar jetzt hier immer noch einen kleinen toten Raum, aber da kann ich vielleicht nachher noch eine Beleuchtung reinmachen. Ich muss nur hier auf jeden Fall genau das gleiche System dann auch noch machen. Genau, der Chemietisch. Der Chemietisch, das müsste doch passen. Lass mal gucken, wie groß war denn der Chemietisch? Da. Wenn der Chemietisch jetzt ähnlich groß ist. Ah, guck mal. Das würde doch passen hier. Zack. Ja, Heidewitzka. Dann machen wir hier auf der Seite auch die Kühlschränke. Denn verdorbenes Fleisch bräuchten wir oder könnten wir dann dazwischen lagern, wenn wir Betäubungsmittel herstellen. Ja gut, die muss leider weg. Die War Map. Genau, da machen wir jetzt genau das gleiche System, spiegeln wir nochmal, nur halt diesmal für den Chemietisch. Cool. Cool, cool, das gefällt mir. Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir einmal hier
alles leer machen. Ich mag das nicht, wenn hier so die ganze Tasche voll ist, ohne dass ich da das gerade in dieser Situation brauche. Bin da ziemlich eigen. Vier Stück, dann aus Holz. Jetzt gerade in Gedanken einfach der Reihe nach, was ich alles brauche. Nicht unbedingt mit baulicher Reihenfolge zu tun. Muss mir das hier nur irgendwie merken können, gelle? Also, das war. Dort und dort. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, mich da zu vertun, wo das denn sein könnte. Okay, die Höhe hat er zum Glück richtig korrigiert. Ist also nach unten gegangen. Jetzt war wieder ein Leck, aber hat gepasst. Jetzt kommt wieder das, was nicht geht, auf Anhieb wahrscheinlich. Habe es auch schon versucht mit, ne, ja, es geht auf jeden Fall sofort. Na, es gibt da jetzt sowas wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man immer sagt, es geht nicht, dann geht es auch nicht. Aber hier ist es von irgendwelchen Faktoren abhängig, die keine Sau weiß. Da kann man dann wirklich eher den Zufall um Rat bitten. Ich klatsche dich echt gleich weg. Mir geht das Gebrülle auf den Keks. Ich meine, ihr hört es wahrscheinlich nicht so sehr hören, weil ich das ein bisschen runtergeregelt habe. Bist denn du jetzt gelandet? Ach, außen. So, jetzt bin ich gerade draus. Dann gucken wir doch mal, wer macht denn hier den ganzen Terror? Und vor allem, wo bist du? Wo bist du denn? Hey? Ach da, guck mal. Der wird das wahrscheinlich sein, vermute ich, weil ich sehe hier kein anderes Tier, was in der Nähe wäre. Ja, okay. Dann lassen wir es. Auch hier wieder. Ich möchte den untersten Schnapppunkt haben. Nein, das ist der obere. Da war er. Den hätte ich direkt nehmen können. Ja! Ich freue mich bei solchen schwierigen Unterfangen immer sofort, wenn es klappt. Ich nehme jetzt den höheren. Jetzt hat er auf den tieferen gesnappt. Also das war jetzt der richtige Snap-Punkt, aber das kriege ich garantiert nicht wiederholt. Deswegen, das haben wir abgehakt. So, die Ecke. Da brauchten wir jetzt. Also die Triangels, die brauchten wir nicht mehr. Halt, Holz gehörte da nicht rein. Das war Steinkiste. Brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen davon drei Stück. Dran brauchen wir das Holz rechts. Und das war's, glaube ich, ne? Dann natürlich wieder Glück mit dem Snappen von dem Pillar.
Jetzt ist der Jütti wieder näher an uns rangekommen. Jetzt höre ich das die ganze Zeit das Brüllen schon wieder. Guck mal, hier gibt es zwei Snap-Punkte, sehe ich gerade. Habe ich da drüben den richtigen erwischt? Ja. Oh Gott. Gott sei Dank habe ich da einen richtigen Schnapppunkt erwischt. Das wäre jetzt zum Mäusemelken gewesen, wenn das nicht so wäre. Hallo? Schon gerade gedacht, ach guck mal, richtigen Snap-Punkt erwischt und zack und bumm und alle drei hintereinander und würde direkt gehen. Ja, schade, war wohl nix. Oh, aber das geht hier doch deutlich schneller. Nee, 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 halt, halt, Sammy. Geht eben nicht schneller. Da, diesen Snap-Punkt hat er nämlich vorher genommen. Der Dreckskerl. Diesen Snap-Punkt brauche ich hier. Ach, es hätte so schön sein können. Vielleicht mache ich die Säule aber auch einfach bunt nachher hier nochmal. Weil im Moment sieht das so ein bisschen dröge und trist aus und... Aber von Farben, da sind wir ja ganz weit weg. Das ist ja Deko im ganz weiten Bereich, bis wir das machen. Einmal aggressives Maustrolling musste jetzt sein. Wenn man immer so ganz, ganz feine Sachen mit der Maus macht, dann muss man irgendwie mal das Handgelenk lockern. Den da nie hin, den Schnittpunkt. Nee, nee, das war er nicht. Das war er nicht. Das ist dieser Schnittpunkt gewesen, nur halt von der anderen Seite aus betrachtet. Ja, aber gar nicht die Möglichkeit. Sonst ist er ab und zu mal wenigstens kurz da. Da war er. Nee. Dann hat er sich doch wieder entschlossen, den falschen Schnittpunkt zu nehmen. Aber er war da. Ich habe ihn also von dieser Position aus wenigstens einmal gesehen. Das ist wieder der falsche Punkt. Das ist ganz eindeutig der falsche. Und nein, auch hier kann man nicht den Snap-Punkt leider mit Q anvisieren. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das geht auch nicht. Ja, ich kann jetzt aber da drüben, glaube ich, auch nicht die Wände abreißen, oder? Die Ceilings abreißen, oder? Das waren doch Stützen, glaube ich. Ich geh mal gucken. Geh mal lünkern.
Nee, das kann ich, glaube ich, doch machen. Ich werde das jetzt einfach mal machen, ausprobieren. Wenn ihr mich gleich schreien hört oder das Video abrupt beendet ist, dann wisst ihr warum. So, Ceiling. So. Guck, so einfach kann es gehen. Was für eine Scheiße. Da quält man sich erst unten stundenlang. Und dann kann man das einfach so machen. Wäre jetzt nur super cool, wenn das jetzt hier auch wieder funktioniert. Nicht überall die Ceilings hingestellt kriege. Hüpf. Jawohl. Na, ich glaube, das geht einen höher, ne? Ne, geht nur auf diesen Punkt. Hatte ich das wahrscheinlich vorhin auch schon so. Mir jetzt nicht aufgefallen. Also negativ ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Ist der richtige Schnapppunkt? Jawohl. Ach, guck mal. Das ist das falsche Dreieck. Ach ja, wenn das auf der rechten Seite das rechte ist, muss das auf der linken Seite das linke sein, ne? Mensch, bin ich doch pfiffig. Nur leider dauert das immer einen Augenblick, bis ich pfiffig bin. Gut. Für diesen. Also hier für die Schieling. Da brauche ich auf. Quatsch, für den Chemietisch. Da brauche ich auf jeden Fall eine neue Leiter. Muss hier hin. Zum Glück habe ich auch ein paar Leitern vorgefertigt, denn ich weiß, dass ich da einen mal einen extremen Verbrauch habe. Halt, von dieser Seite. Sonst kann ich von dieser Seite aus nicht drauf krabbeln. Der Chemietisch. Ich hoffe mal, dass ihr Wölfi das blockiert. Jawohl. Die Überlegung ist jetzt, mache ich hier noch Platz für eine kleine Kiste rechts oder links? Ich könnte es sehr weit reinstellen, dann hätte ich auf jeden Fall noch Platz. Ich glaube, das mache ich auch, weil ich brauche ja hier auch, wie heißt das? Gasolin zum Betreiben. Bin ich denn jetzt hier ziemlich mittig? Kann ich das hier vorne an dem Dreieck vielleicht festmachen? Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Sonst vielleicht irgendein Anhaltspunkt? Ne, ich glaube, das müsste schon so richtig sein. Mache ich das so und stelle dann auf der einen Seite links oder rechts dann halt noch eine kleine Kiste. Oder kann ich das... Teste mal was einfach nur. Nee, das war ein Scheißtest. Er hätte gedacht, zwei eventuell da reinzustellen. Einer nach links, einer nach rechts an die Strecke, an diese Schräge.
Aber das ging halt gar nicht, das habt ihr ja gesehen. Aber ich dachte, es könnte halt. Die Option, das könnte, ist nach wie vor da, aber es sah halt scheiße aus. Ach Mann. Da. Guck diesmal direkt, dass ich mich hier an dem Dreieck ausrichte. Fällt mir das denn hier auch? Nee, hier würde ich irgendwie sagen, ich müsste weiter nach links. Würde ich eher sagen, ne? Nein! Ah! Sammy, du Idiot. Mit dieser ersten, mit dem ersten Punkt gibt man ja die Rotation frei. Doch, das sieht annehmbar aus. So, und jetzt noch eine kleine Kiste, links oder rechts. Und natürlich die Steckdose noch verlegen. Genau, Steckdose, das haben wir hier auch noch. Da müssen wir uns jetzt auch noch was, ups, auch noch was einfallen lassen, wie wir das jetzt machen. Schließen wir aber erstmal ab, indem wir jetzt hier noch die Kühlschränke hinpacken. Hoffen wir, dass das geht, nachdem wir jetzt die Wände gesetzt haben. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann sein, dass wir da jetzt vielleicht ein kleines Problem finden. Was brauche ich denn hier für eine Wand, für eine Leiter eigentlich? Oh, die gleiche, ne? Ja, doch geht. Das kriegen wir hin. Glaube, das war ungefähr die Höhe, die ich auch auf der rechten Seite genommen habe. Wegen der Diagonalen oben. Jetzt natürlich nicht mehr sehen. Jemand, genau, so. Ich habe ein bisschen noch rausgezogen, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Irgendwie hatte mein Charakter, glaube ich, gerade Hunger. Ja, man kann von rechts besser nach links setzen. Anstatt von links nach rechts. Das ist jetzt blöde. Aber ich glaube, der Zwischenraum ist minimal unterschiedlich und das wird man nur sehen, wenn man weg. Nee, guck mal, doch passt. Unten die Kante. Ja. Jo, passt. Sammy, alles gut. Alles gut. Kannst dich zurücklehnen. Das funktioniert. So. Deckel drauf. Deckel drauf, genau.
So, und dann sieht das Ganze so aus. Gar nicht mal so uncool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Wenn ich das jetzt nachher auch noch ein bisschen farbig gestalte, dann kann man da bestimmt hübsch was mitmachen. Guck mal, ich habe noch eine kleine Kiste. Eine Kiste kommt auf die Seite. Geht doch bestimmt noch weiter in die Ecke, oder war das schon? Ne, das war schon alles. Guck mal. Die muss so weit von der Wand weg. Die muss so weit von der Wand weg. Aber vielleicht kann ich die weiter Richtung schemitisch? Nö. Dann bin ich schon so eng wie möglich dran. Ja, ich bin aber mit zufrieden. Denke, da können wir mit arbeiten. Und dann würde ich sagen, Folge rum und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es weitergeht mit dem Ausbau. Also, bis dahin, wünsche euch was. Tschüss, tschüss.